Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder, hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne bei Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Also, ne, scheinbar kommst du mit Epona rüber, wenn die Brücke kaputt ist, aber sobald die Brücke wieder ganz ist... Oh nee, sorry Link. Wobei doch, jetzt geht's. Hä, hey, beim letzten Mal ging's nicht. Könnte man das ging nicht, das letzte Mal. Naja. Vielleicht erzähle ich auch Mumpitz. Stimmt, ich wollte eigentlich auch mal gucken. Aber ich komme da mit Sicherheit nicht mehr zurück, ne? Das ist das Problem. Ich meine, dass wir da hinten den blöden Felsen noch nicht haben. Aber ich weiß halt auch nicht, wie man da am schlausten hinkommt, ohne nochmal den ganzen blöden Weg zurückzulaufen. Aber vielleicht kann Link sich da... Warte mal. Vielleicht können wir uns ja wieder mit den Enterhaken rüberziehen. Das wäre ja wirklich perfekt, aber... Ja, vielleicht am Schild, ne? So, ich ziehe mir mal eben die Gleitboots an. Einfach nur, um noch ein bisschen mehr Strecke in der Luft zu machen. Sehr gut. Und wenn mich jetzt nicht alles irrt, dann müsste doch eigentlich hier auch noch was sein. Vielleicht mit der Bombe. Bombi. Für die absolute Bombenstimmung. Perfekt. Jetzt passieren wir gar nichts. So, lass mich mal bitte rein hier. Schon eine absolute Frechheit, dass ich dafür zahlen muss, aber... Kling, kling. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich meine, wir waren... Warum ist ja nicht schwer in der Kiste? Die hat man letztes Mal doch schon gesammelt. Ach so, das ist der Dungeon wieder komplett. Oh nein. Bitte nicht. Es muss jetzt echt nicht sein, dass ich den ganzen Dungeon nochmal machen muss. Naja, hoffen wir es mal nicht. Nee, zum Glück ist sie hier offen. Das ist doch schön, dass gespeichert wird. Da hat mich gerade schon ein bisschen Sorge. Dann auf da. Weiß natürlich nicht, ob da ein Feuer dazwischen ist, aber ich meine schon. Ja, ich hab's gerade gehört. Bischt. So, und hier kam ich meiner Meinung nach nicht weiter. Ach ja, warte mal. Oh. Okay, aber ich komme hier hin zumindest. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich kann mal ein bisschen was erledigen. Ganz schaffen wir es natürlich nicht. Wäre auch nur zu schön. Wenn man den ganzen Dungeon schaffen würde. So, naja, dann gehen wir erstmal weiter. Vielleicht können wir ja das ein oder andere... Okay, hilft uns gar nichts. Was können wir denn hier machen? Hier vielleicht? Zumindest scheint es irgendwas zu bewirken. Tatsächlich. Okay, können wir uns hier eine Abkürzung... Oder zumindest dann... Blende die Augen der Statue. Ja, toll. Das kann ich auch nicht weiter. Sei, welche Lichtpfeile brauche. Das kann doch nicht sein. Ich kann hier gar nichts machen. Hätte ich gedacht, dass man hier die Dingspfeile bekommt. Ach nee. Okay. Na, wir können
normalen Schüsse im Blinden. Nein. So, haben wir doch alle, oder? Ach ne, den noch. Ach, wir sind zu langsam, das kann's nicht sein. Ach komm, hör auf. Hör auf! Okay. Das wird ja wieder ganz speziell. Haben wir irgendwo Pfeile? Wahrscheinlich, ne? Spitze. Also kommen wir auch nicht weiter. Oh, ups. Ach ja. Ich weiß nicht, meine Vermutung bleibt, das war... Also vielleicht... Also mit... Finde den geheimen Durchgang in dem Raum. Das dürfen wir doch, glaube ich, schaffen, oder? Oh, verzieh dich. Mistfliege. Ja gut, das müssen wir mit dem Hammer machen. Aber das ist so ein bisschen ein Wind Waker. Da gab es glaube ich auch so ein Challenge-Room. Oh, ich hätte echt gedacht, dass man da den... Dass man hier tatsächlich den... die Feuerfalle bekommt, aber... Scheinbar ja doch nicht. Das finde ich natürlich ein bisschen blöd. Okay, hier haben wir auch noch was. Sehr schön. Hier ist nichts. Das ist natürlich bitter. Weg mit dir. Ach so, lol. Was? Okay. Okay, da bekommen wir eine Kiste. Ja, natürlich habe ich wieder keinen Pfeil für den Augenschalter. Ach, Mann, ey. Das ist ja alles nur Reinfall. Ach, nee. So. Mensch, ein Schlüssel. Was haben wir hier? Pfeile. Na, okay, die nehme ich. Die nehme ich lieben gerne. Wie viel haben wir da bekommen? 10. Ich meine, wenn wir uns nicht komplett dumm anstellen, dann dürften wir sie eigentlich in dem Raum davor auch hinbekommen. So, bitte komm. First try, danke. Wo war das jetzt hier, ne? Ja. Komm, bitte. Es ist aber auch wirklich sauschwer hier. Also eine drehende Plattform ist halt wirklich, ne? Das ist schon ein bisschen... Ach, was? Okay, ich einfach... Es fehlt einfach ein Ziel, ein Visier. Ja gut, jetzt müssen wir einfach alle Schüsse treffen. Ja gut, hört schon auf. Dann hört er auf, ey. Dann halt nicht. Oh Mann, ey. Überkehre den feurigen See. Das
dürfen wir hoffentlich schaffen. Nur wie ich an die rankommen soll, bleibt mir gerade ein Rätsel. Oder? Ja, nee, doch, hier ist ein. Hier ist ein Schalter. Okay, na, gucken wir mal. Oh. Was wäre denn da das Spiel? Als ob ich da eine Vogelscheuche platzieren kann. Das wäre es ja wirklich. Ich tue natürlich wieder komplett außenrum steuern. Ach ja. Nee. Gut. Ja, gut, da werde ich. Okay, dafür brauche ich die. Verstehe. Spätestens dafür brauche ich die Stiefel. Ach man. Ich hätte echt gedacht, dass wir hier die Feuerpfeile bekommen. Aber dann. Ich bin besten Willen keine Ahnung, wo man die herbekommen soll. Dann werde ich mich wahrscheinlich beim nächsten Mal da mal schlau machen. So, dann her mit euch. Pegasus Stiefel. Okay. Ja. Wahrscheinlich habe ich jetzt gleich wieder Zeitlimit. Hätten wir das doch. So. Huhuhuhu. War tatsächlich ein Zeitlimit hinter. Mann, Mann, Mann. Sammle alle 7 Steine ein, die du im Wasser finden kannst. Welches Wasser? Steht hier irgendwo Wasser? Ich nicht. Aber ich werde wahrscheinlich die Schuhe brauchen. Und dann werden wir die Hymne der Zeit brauchen. Rechts, runter, okay. Oh, na dann, let's fetz. Jetzt mal kurz die Tunik wechseln. Damit ich hier nicht absaufe. Aua, das war so klar. So, erstmal auch die Gefahren erledigen hier. Geh weg. Kann er keine Rückwärts halten im Wasser? Nee, kann er nicht. Okay, krass. Dann. Versuchen wir unser Glück so. Ja, sehr gut. Schön, schön. So gefällt mir das. Thank you.
Hör auf. Muss man den Winkel hier finden. Das dürfte gut sein. Haben wir jetzt schon vier, ne? Haben wir jetzt. Wo ist der Rest? Hier ist der fünfte. Oh. Ach so. Ja, cool, wir werden einfach in der Luft weggespült. Ist denn aber auch der letzte? Natürlich. Dann machen wir das halt so. Das dürfte auch nicht funktionieren. Das funktioniert so semi. Okay, der könnte absolut nervig werden. Den zu bekommen, wird ein Albtraum. Weil wir das irgendwie abpassen müssen. Nee, das wird doch grauenvoll. Hab mich jetzt bescheuert. So doch. Mehr als grauenvoll. Ich meine, der ist doch über dem. Ich muss mal so. Nice. Damit haben wir ihn auch. Sehr schön. Dann haben wir das doch. Erfolgreich absolviert. So, wo war der Stein hier? Hier kriegen wir wahrscheinlich noch einen Schlüssel und ich weiß immer nicht, wo wir die ganzen Schlüssel alle verwenden sollen, aber das ist ja erstmal egal. Ja. Dachte ich mir. Ich habe das Gefühl, ich hätte das wahrscheinlich am Ende machen sollen. Oder sollte jetzt am Ende machen, weil das hat so keinen Sinn. Keine Ahnung, wie man da hoch soll. Oh, Gott, das. Aber nee, das dürfen wir eigentlich einen Sprung schaffen. Ja, dann schauen wir uns halt hier nochmal um und gucken, was wir da haben. Na gut, dann. Ja. Ja, zum Glück haben wir auch das Bigeron Sword, das heißt, alles ein bisschen angenehmer. So, dann schieß mal. Du Profi. Ah, wir sind beim Ende. Oh. Das trifft sich sehr gut. Das heißt, es ist quasi einmal ein kompletter Rundgang. Okay, hier ist. Weiß ich nicht.
angeblich irgendwas. Ja gut, aber... Weiß der Geier, was da sein soll. Okay, gehen wir jetzt noch da lang, oder... Lassen wir es gut sein. Weil uns fehlt ja offiziell noch... Also, was heißt offiziell? Uns fehlt ja definitiv noch ein Item. Ja gut, da würde ich sagen... Lass uns heute gut sein. Da muss ich mal gucken, wo wir die Feuerpfeile herbekommen. Ich meine, ich weiß nicht mal, ob wir sie jetzt noch brauchen. Na? Aber wahrscheinlich macht das alles ein bisschen einfacher und entspannter. Vor allem aber auch nicht die Eispfeile, ne? Oh Gott. Es gibt da Eispfeile, Feuerpfeile und dann, glaube ich, noch den Lichtpfeil. Aber wo man die alle herbekommt, keine Ahnung. Aber, naja, vielleicht ist ja irgendwo in der Eishöhle noch ein Gang, den ich nicht gemerkt habe oder gesehen habe. Ich weiß es nicht. Anyway, ich würde sagen, das war's heute. Bis dahin. Bye-bye.